So, weiter mit Nolf. Falls euch wundert, dass hier gerade einer liegt, ich musste ihn leider erschießen, weil er mir zu nahe kam. Und ich habe ihn gleich hinter den Bus erschossen, damit die Kameras ihn nicht sehen. Den anderen habe ich leider nicht erwischt, weil er ein bisschen weiter weg ist noch. Oh. Der interessiert uns eh nicht, weil wir wollen hier unten lang. Hier. Dazu müssen wir das Schloss knacken. Oh, hätte ich den gleich mal rausholen sollen. Scheiße. Schon runter. So. Dann schleichen wir uns hier unten durch. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass man eigentlich keinen Alarm auslösen darf, aber das kann man doch machen. Ich habe es mal probiert. Das stimmt, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und ich glaube, es ist auch nötig teilweise bei den Levels, weil hier, glaube ich, jetzt nachher müssen wir uns erstmal durchkämpfen und dann den Alarm ausschalten, weil anders kommt man da gar nicht vorbei am Tor, weil es ist viel zu weiträumig. So. Deswegen gehen wir jetzt hier hoch. Kommen im Hinterhof raus. Oder hinter dem Hinterhof. So. Und müssen diese Wache da oben abknallen. Dadurch geht natürlich der Alarm los, aber anders geht's nicht. Oder auch nicht. Gut, da erledigen wir jetzt erstmal die Wache hier. Auch da. Okay, oder nicht. Jetzt müsst ihr welche rauskommen. Ja. Anders geht's, wie gesagt, nicht. So, wir müssen nämlich den Hebel umlegen hier für das Tor, weil wir kommen nicht anders durch und dann hätten wir durch den freien Raum müssen. Und es geht einfach nicht anders, als sich durchzuschießen. Das ist dumm, aber macht nichts, hier ist ein Körperschutz oder auch nicht. Jetzt ist doch ein Körperschutz hier. Ach, hier ist er. So, hier kann man die Tür aufmachen. Knallen wir gleich mit ab. So. Und erledigen noch die restlichen Wachen, die da rumlaufen. Ach, da habe ich wieder nicht auf die Uhr geguckt, scheiße. Ich denke mal, okay. Müssen ungefähr noch drei Leute rumlaufen. Ich gucke, ob ich die erwische. Oh ja. Da musst du gerade nachladen, sehr gut. Zwei müsste im Wachturm müsste noch einer sein. Ja. Und hinter dem Tor da, hinter diesem komischen Kiste da. Es ist schwer, den zu treffen, glaube ich. Mal gucken, ob ich den schon erwische. Ja. Und ich glaube, hier ist auch noch irgendwo einer, oder? Oh ja. So, es müssten alle gewesen sein. Wie gesagt, da vorbeizukommen ist, glaube ich, unmöglich. Es gibt ja keine Deckung hier oder sowas. Keine Ahnung. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob ich das früher mal irgendwie geschafft habe mit Schleichen. Ich weiß es einfach nicht. Es gibt keinen Zugang irgendwo hier. Köter. Bin erschossen. Müssten das wirklich alle gewesen sein? Jetzt aber. Meine Güte, ey. Was ist denn der Hauptschalter irgendwie für die Kameras? Gibt es sowas nicht? Hauptschalter für den Alarm. Ich werde die Kamera gleich mal kaputt schießen.
Stasi-Memo. Von heute an. Bla bla bla. Okay, langweilig. So. Irgendwo muss doch hier was sein, wo man das ausschalten kann. Genau hier. Oder? Ja. So. Endlich wieder Ruhe. Und jetzt können wir, glaube ich, wirklich weiterschleichen. Hoffe ich mal. Und wir müssen jetzt erstmal die administrative Zone finden. Jetzt versuche ich wirklich mal zu schleichen. Oh, das gibt es einfach nicht. Ist egal, der Hauptalarm ist eh ausgeschalten. So. Auch weg. So. Hier ist noch das Tor. Ich das auch machen kann? Nee. So, weiter geht's. Munition mitnehmen. Ja, es ist keine Stealth-Mission unbedingt, ich weiß, aber es funktioniert ja auch so. So, das wäre geschafft, der erste Teil. Ja, ich weiß nicht, ob das Konzept da nicht so gut funktioniert hat, also man kann sie auch durchballern. Oh Gott, geht's weiter hier? Ich verstecke mich wieder. So, jetzt müssen wir klassifizierte Dokumente fotografieren in der Bibliothek und 3 Explosivladungen legen. Da ist der Typ, der soll hierher kommen. Ich will ihn hier abknallen. Das war jetzt nicht so auffällig. Das hört sich nach Kamera an. Irgendwo hänge ich fest, aus so einem Stromkasten. So. Did you hear what happened to Dieter? No, what? He took his mistress out of dinner's house at night and his wife's sister walked in. I got him. That's not the worst part. Of course there was a scene. Of course. So he takes his girlfriend home and they have a horrible argument about it. She wants him to leave his wife. Predictable. Anyway, they split up. Poor Dieter. It gets worse. I'm not sure I want to hear. So he comes home expecting another fight. But the house is dark, so he thinks nobody's home. His wife already left? That's what he thought. But when he gets inside, he hears something. Oh, no. Exactly. His wife is in the bedroom with her lover. Mein Gott, so kompliziert die Geschichte. Lots of shouting mostly. In the end, his wife left with her lover. She hasn't been back since. What about his girlfriend? She's still not speaking to him. Poor bastard. Should have been more discreet. Who is it? Could have sworn I heard something over there. Jetzt kommen sie raus. Ich hoffe, ich kann sie abknallen, ohne dass die Kamera die sieht. Das ist ein anderer Idiot. Komm her. Oh, das gibt es einfach nicht. Ich habe das so gut verhalten, ey. Ne? Und was passiert? Der Alarm geht wieder los. So trotzdem mich durch zu schleichen, halbwegs. Das ist irgendwie unmöglich, ey.
So, und alles Personal. Ach, nur ein langweiliges Zeug, was da steht. Bürokratischer Mist. Wir gehen weiter. Hätte ich hier nicht schon eine Sprengladung legen müssen? Da müsste so eine Wand zum Zeichen sein dafür. Ich sehe keins. Also ist das wohl in Ordnung so? Nein, 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 nein! Gut gehabt. So. Wo sind wir hier? Hier könnte die Zentrale sein. Ah, Mikrofilme mitnehmen. Direktor Gerhard mit Versuchstier 227G. Dann nichts Wichtiges. Der Alarm nervt mich langsam. Und damit müssen wir jetzt leben. Ist hier noch was gewesen eigentlich? Nee. Auch nichts. Hier kann man mein Schloss knacken. Was gibt's hier Schönes? Können wir einsteigen von oben. Noch ein Brief. Nichts. Nichts Wichtiges. Hier ist jetzt gar nichts hier, oder? Oh. Okay. So, auch erledigt. Auch erledigt. Jetzt mal kurz die Büschen hier alle abknallen, damit mir keiner Rücken fällt. So eine Wachstube, so wie es aussieht. Kein Alarm zum Ausmachen irgendwo, das nervt mich langsam. Ach, das ist die Tür, hab ich mir Spaß gedacht. So, wir gehen weiter. Oh, eine DDR-Flagge. Scheint wohl die Kneipe zu sein, Quatsch, die Kantine zu sein. Ja, hier ist die Küche. Dokumente wieder.
So. Gut, und ich mache jetzt mal hier einen Break in der Küche. Bis zum nächsten Mal.